Gründonnerstag, 28. März 2024. Scheißwetter, seht euch das an. Es fängt an wieder zu schneien. Ein kalter Wind geht und ja, nasser Regen, also kalt, nasser Regen, Regen, Schnee, nicht wirklich schön. Ja, gut hat man noch Arbeit im Stall und gut, ich zeige euch das noch schnell da unten, wenn wir da nach da unten schauen, da, da seht ihr, Dinkel und etwas weiter da, der Weizen. Gott sei Dank gehackt, gut habe ich das gemacht. Es regnet schon wieder, es regnet, Regen, Schnee, Langeweile, richtig mieses Wetter. Und ihr seht, was habe ich da in der Hand? Eine UV-Röhre. Bei meinem vorletzten Bericht, wo ich mich mal so ganz kurz über einige von meinen Kanalbesuchen etwas ausgelassen habe, hat einer gemerkt, Kriegel, bei dir ist die Lampe kaputt, das stimmt, die hat da noch geblinkt, jetzt ist sie ganz hinüber, jetzt wird Lampe gewechselt, Moment, so, okay, ihr seht da im Hintergrund ziemlich dunkel, ich muss da den Ding aufmachen, hier sind meine Kälber, das ist der Kälberschlupf hier. So, jawohl, der Kälberschlupf, wo die Jungtiere fressen, und hier ist jetzt ziemlich dunkel da, die Lampe da oben, die ist hinüber, die muss ausgewechselt werden. Den Starter habe ich gewechselt, ich habe geglaubt, es liegt am Starter, aber nö, hat nicht am Starter gelegen, hat an der Lampe gelegen. Okay, jetzt wechseln wir die schnell aus und dann hoffe ich, ist dann wieder etwas heller hier drin, hä? Machen wir das mal. Ja, ich muss das Telefon irgendwie so ein bisschen blöd positionieren, darum ist die Ausrichtung nicht ganz so toll. Tut mir leid, aber geht nicht anders. Nun ja, spielt nicht so eine Rolle. So, versuchen wir das mal. Oh, schau mal, die möchte doch immer noch kommen, aber ja. Nehmen wir die mal raus. Ja. Nein, hier rein. Ah, wunderbar. So soll es sein. Obwohl, die hat auch etwas Mühe hier. Ich weiß nicht, sieht man es. Ja. So ganz gefallen will mir die auch nicht. Ja. Mach sie mal hoch. Fürs Erste ist gar nicht mal so schlecht. Es ist wieder heller als vorher. Aber die hier, diese alte, nehme ich das mal so mit da, hier diese alte, ja, diese alte UV-Röhre, die ist ja, ich würde mal sagen, die ist mindestens irgendwie 30-jährig, mindestens. Und die hat guten Dienst geleistet bis jetzt. Ja, jetzt ist wieder hell, passt. Aber so ganz zufrieden bin ich nicht. Ich weiß nicht, merkt man das? Ja, man sieht hier so wie einen Blaustich hier oben. So ganz, ganz super ist sie nicht, diese Lampe. Ja, vielleicht kommt es dann noch. Und sonst muss ich dann die auch noch auswechseln, je nachdem. He? Gut, also, hier, meine Kälber haben wieder Licht am Arsch, am Hintern. Ja, da muss ich dann noch
schnell durch mit dem Schieber. So, und jetzt seht ihr. Und schon schneit. Aber richtig, richtig eklig Wetter. Gut. Ja, das war es eigentlich schon. Kurzer Bericht. UV-Lampe auswechseln. Am grünen Donnerstag bei Kriegel 79. Hoffe, der kleine Beitrag hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Ostern, falls ich nichts mehr Schlaues zu filmen habe. Und sonst ja, komme ich vielleicht nochmals. Je nachdem. Also, macht's gut, habt's schön zusammen. Tschüss, ciao, ciao.